Herzlich willkommen, Freunde der Sonne. Heute sind wir unterwegs im Maserati und davon haben wir gleich 3 Stück, die wir euch vorstellen. Alle stehen zum Verkauf, also viel Spaß dabei. So, da stehen wir vor 3 schönen Maseratis und es ist ganz spannend. Es ist natürlich eine Zeit, wo Maserati vielleicht nicht die schönsten Autos gebaut hat, aber wenn man sich so ein bisschen die Historie anschaut, war das auf jeden Fall eine sehr wichtige Zeit, um dass es diese Marke heute überhaupt noch gibt. Das wissen viele nicht. 1975 hat Alejandro de Tomaso Maserati von Citroën übernommen. 1974 wurde die Kooperation mit Ford aufgegeben. Und im Grunde genommen hat er die Vision gehabt, dass man Maserati zu einem Massenprodukt macht. Und das Ganze fing im Grunde genommen an mit dem Maserati B-Turbo. Davon haben wir heute 2 Stück. Und wir haben nicht nur diese 2 Maserati B-Turbos, sondern, kommt mal mit, einen echt seltenen Maserati 430. Und hier ist die spannende Geschichte. Es gibt aktuell bei Mobile gerade mal 2 Stück im Netz. Insgesamt wurden nur 995 Stück gebaut. Das Ding hat damals in der Liga mit der S-Klasse gespielt und dementsprechend wurden halt nicht so viele davon gebaut. Wir fangen aber zuerst an mit diesem B-Turbo zu meiner Linken. Das ist ein 84er Modell, war ein deutsches Auto oder ist ein deutsches Auto, hat einen deutschen Brief. Und ich würde sagen, der hat schon einiges gesehen. Der hat auch ein paar Blessuren, das müssen wir und wollen wir euch auch kommunizieren, das ist ja wichtig. Hier haben wir die schöne Aufschrift, aber wir sehen, hier unten wurde der Schweller schon mal lackiert. Leider nicht so schön, da müsste man sicherlich nochmal die Hand anlegen. Ansonsten, hier sieht das erstmal so ganz gut aus, ein paar Kratzer. Also ihr dürft bei diesem Auto nicht erwarten, dass wir euch ein Top-Sammlermodell hinstellen. Diese Autos wurden auch gerade in den 80ern und 90ern nicht so gepflegt, wie sie vielleicht gepflegt werden sollten. Wir gehen mal jetzt einmal hier rum und schauen, dass es auch hier natürlich ein paar kleine Blessuren gibt. Touch-ups, wie man das in Amerika nennt. Das wurde auch im Preis berücksichtigt. Den Preis, den wir euch geben, das ist der Preis, den der Kunde vorgibt. Und damit arbeiten wir auf jeden Fall erstmal. Wir machen diese Videos natürlich auch, weil wir wollen, dass ihr vorab so viele Informationen bekommt, wie nur möglich. Wir wollen damit euch die Arbeit erleichtern. Wir wollen, dass Leute, die eine lange Anreise haben, und wir haben teilweise Kunden, die aus Spanien und aus Portugal kommen, dass die einfach schon vorab ganz genau wissen, worauf lasse ich mich da ein. Das ist unsere Intention. Damit wollen wir einfach jedem so ein bisschen die Zeit ersparen. Und deswegen machen wir uns diesen großen Aufwand, damit das eben für beide Seiten klar ist. Deswegen gucken wir uns jetzt mal hier den Motorraum an. Was sehen wir hier? Wir haben hier ein 2 Liter V6 B-Turbo. Jetzt fragt man sich, wieso knallt man in einen 6-Zylinder 2 Liter rein? Das hatte damals steuerliche Gründe, da man in Italien für Autos über 2 Liter Hubraum eine erhöhte Mehrwertsteuer von 38% zu zahlen hatte. Und deswegen hat sich Maserati gedacht, gut, wir passen das natürlich den Gegebenheiten an und packen hier einen knackigen 2 Liter rein. Der letzte Ölwechsel war 2016 bei 81.000 Kilometern. Wie gesagt, der Kunde hat das Auto vor 2 Jahren gekauft, er hat es seitdem nicht bewegt. Und das ist natürlich für eine italienische Diva ein großes Problem. Auch hier ist das so und deswegen betone ich auch nochmal, es ist wichtig, dass dieses Auto in gute Hände kommt, wo die Person auch Ahnung von der Thematik hat. Es sollte einem schon bewusst sein, dass es sich hier sicherlich um ein Projektfahrzeug handelt, aber sicherlich auch mit überschaubarem Aufwand. Hier haben wir den wunderschönen Dreizack und ich sage euch, also von den automobilen Logos ist das sicherlich einer der schönsten. Sehr, sehr geiles Teil. So, wir gehen mal hier weiter rum und ich kann euch zum Beispiel mal zeigen, also hier die Radnippel, die sind noch alle da. Dementsprechend könnt ihr euch natürlich vorstellen, das Auto wurde so gut wie gar nicht bewegt. Aber das ist nicht schlimm. Denn dafür gibt es bestimmt den nächsten neuen Kunden und der wird richtig Spaß haben. So, wir schauen mal hier. Wir haben hier so einen leichten Kantenrost. Und ansonsten ist das hier am Radlauf auch alles in Ordnung. Auch hier ist es so, dass der Schweller mal geschweißt worden ist, vermutlich. Und wir haben hier natürlich so eine nicht so schöne Nachlackierung. Daran soll es nicht scheitern. Das wurde, wie gesagt, schon preisberücksichtigt.
Und der richtige Bastler, der wird hier glücklich. So, jetzt schauen wir uns mal hier diesen wunderschönen Innenraum an. Und ich meine, mehr 80er Retro-Schick geht quasi nicht mehr. Dazu das braune Leder, das sieht einfach wirklich sehr, sehr hochwertig aus. Das hat so ein paar kleine Macken. Hier haben wir auch so einen kleinen Riss. Das ist natürlich immer das Problem, dass das Leder irgendwann einfach trocken wird und dann auch leider ein bisschen rissig wird. Ansonsten, wir haben eine Klimaanlage an Bord, Zigarettenanzünder, elektrische Fensterheber. Ich merke, der Himmel, der hängt so ein ganz leicht bisschen runter und da merkst du, dass der dir quasi so ein bisschen auf die Haare schlägt. Aber du sitzt sehr kompakt hier drin und erster Gang links unten, der Sportgang natürlich von ZF. 81.846 Kilometer haben wir auf der Uhr. Bei diesem Auto ist folgende Situation. Der Kunde hat das Problem, dass das Auto warm läuft. Der Keilriemen müsste gewechselt werden. Das sollte auf jeden Fall nochmal inspiziert werden. Deswegen ist es für uns wichtig, das Auto muss auf jeden Fall mit einem Anhänger geholt werden. Ansonsten, wenn er anspringt, und das ist halt leider eine italienische Diva, wenn er anspringt, dann läuft er eigentlich ganz gut. Dann funktioniert das super. Er hat auch Öldruck, das ist auch alles gut. So, wir starten ihn trotzdem jetzt mal kurz, damit ihr natürlich auch hört, wie er läuft. Ist er gesund? Gibt es Nebengeräusche und sowas? Das ist ja immer wichtig. Das bietet sich bei so einem Video auch wunderbar an. Deswegen machen wir jetzt mal einen kurzen Start. Der braucht auf jeden Fall mal einen Ölwechsel, weil den hat er jetzt seit 4 Jahren nicht bekommen. Stand auch eine Weile. Und wie gesagt, also ein bisschen Arbeit braucht er noch, damit er wieder richtig schön läuft. Aber prinzipiell ist erstmal nichts gegen den Motor einzuwenden. Außer, dass wir halt das Problem haben, dass er heiß läuft. Der Keilriemen ist jetzt drauf, das passt, aber der ist neulich mal runtergerutscht. Der ganze Motor muss einfach nochmal inspiziert werden. Genug vom Biturbo. Ich würde sagen, wir suchen uns jetzt mal zur Abwechslung was Rotes, was aber nichts mit Ferrari zu tun hat. Aber ich würde sagen, mindestens genauso selten im deutschen Straßenverkehr zu finden ist, wenn nicht sogar noch seltener. Maserati 430, Baujahr 89, zweite Hand, 52.000 Kilometer gelaufen. Hat auch seine Macken und hat auch seine kleinen Wehwehchen. Aber wer hat sie von uns nicht mit 31 Jahren? Also, kurz zum Auto erklärt. Der Kunde hat das Auto von einem deutschen Händler gekauft mit einer Vollabnahme. Das heißt, vor 2 Jahren wurde die Vollabnahme gemacht. Der Kunde hat aber von dem Verkäufer nie einen Brief mitbekommen, was erstmal kein großes Problem darstellen sollte, denn das Auto kommt ursprünglich aus Dänemark und man muss quasi mit einem Eigentumsnachweis darstellen, dass einem das Auto gehört und dann kann man bei der Zulassungsstelle das Auto zulassen. Dieses Modell hier ist mit einer Automatik ausgeliefert worden. Es gab natürlich auch welche mit Schaltung. Aber ich meine, schön Rush Hour mit Automatik, gibt es eigentlich nichts Besseres, oder? Also ich kann euch sagen, schickes Auto, wirklich sehr, sehr selten. Auch hier haben wir ein kleines technisches Problem. Und zwar haben wir am Krümmer eine Stelle, wo es die ganze Zeit raufsuppt. Da muss am Motor noch gearbeitet werden. Was es jetzt genau ist, ob es die Ventildeckeldichtung ist, ob es vielleicht irgendwie am Krümmer irgendeine Stelle gibt oder ob es vielleicht auch nur eine Leitung vom Ölkühler ist, die da undicht ist, konnten wir jetzt hier noch nicht so vor Ort feststellen. Dafür muss das Auto mal angehoben werden. Und ich denke, der richtige Käufer, der da Bock drauf hat, den sollte das nicht stören, weil er sich das vielleicht eben zu Hause in der Garage selber fertig macht. So, schauen wir uns mal die Seite hier an. Wir sehen, der Spiegel ist natürlich ein bisschen matt. Hier wurde so ein bisschen U-Schutz verwendet. Ist vielleicht nicht ganz glücklich gewesen oder wurde auch nicht ideal gelöst. Die Tür kann noch ein bisschen eingestellt werden. Das passt auch. Wir haben hier natürlich so kleine Blessuren und kleine Kratzerchen. Wie gesagt, ich stufe das Auto irgendwo bei einer 3-3- ein. Das ist auf jeden Fall noch Restarbeit dran zu machen. Daran sollte es aber nicht scheitern. DK, war das Drift King oder war das Donkey Kong? Jetzt schauen wir uns mal hinten die Rücksitzbank an und ich mache mal jetzt hier El Presidente. Also selbst für einen übergewichtigen Mitteleuropäer ist das hier sehr, sehr bequem. Hier sehen wir das gute alte
Alcantara-Tier dafür leiden musste, mitgepaart mit Leder. Sieht sehr hochwertig aus, der Himmel ist aus Alcantara. Also von innen ist das Auto wirklich schick, es ist auch nicht so abgewetzt, zumindest was ich jetzt hier auf der Rücksitzbank sehe. Aber wir gehen mal nach vorne und schauen mal, was wir da so finden. So, jetzt habe ich auch mal hier an der Pole Position Platz genommen. Wenn man sich hier die Verarbeitung anschaut von dem Leder, auch hier oben am Dachhimmel, das passt alles wunderbar, das sieht sehr schön aus. Das Leder hier ist auch nicht abgewetzt. Hier könnten wir sicherlich auch mal eine Lederpflege gebrauchen. Wir haben hier eine Klimaautomatik für Jahrgang 89, schon mal gar nicht so verkehrt. Ansonsten elektrische Fensterheber, elektrisches Schiebedach. Also so ein paar Sachen, die man braucht, die sind alle da. Und ich finde, das hat auch seinen Charme. Das darf gerne so bleiben. Und ich würde sagen, schauen wir uns mal den Motor an. Der Motor läuft soweit ganz gut. Eine Stelle haben wir, das ist quasi hier am Kummer. Und da ist es so, dass dann nämlich nach einer gewissen Zeit, wenn der Motor läuft, es anfängt einfach zu qualmen, weil dort irgendwo Öl aufkommt. Ansonsten, wenn wir schauen, der Motor läuft ruhig, schüttelt sich nicht. Ölwechsel und sowas wurde, wie gesagt, beim letzten Vorbesitzer gemacht. So, was wir hier sehen, und das ist natürlich so die schlimmste Stelle, wenn man das so in Anführungsstrichen sagen kann. Hier an dieser Stelle ist es so, dass die Haube leider gegen den Balken gedrückt hat. Und genau hier ist ja diese Sollbruchstelle und dadurch ist diese Stelle weich geworden. Und dementsprechend ist die Haube ja leider nicht mehr so schön. Das ist nun mal leider so. Das können wir nicht ändern, aber wir können dafür sorgen, dass ihr bestmöglich informiert seid, damit ihr uns quasi nur noch anruft, wenn ihr euch selbst sicher seid. Okay, hört zu, Patrick. Ich kenne die Macken, ich finde das Auto trotzdem interessant und ich komme vorbei, bringe Anhänger mit und dann machen wir den Deal fertig. Und jetzt kommen wir hier zum Schätzchen, würde ich sagen. Also auf jeden Fall das Beste von den drei Autos, die wir hier im Angebot haben. Das ist auch wieder ein Maserati Biturbo. 40.000 Kilometer ungefähr gelaufen. Und ich würde sagen, bevor ich hier lange Reden schwinge, setzen wir uns ins Auto und düsen mal eine Runde. An diesem Auto. Du fährst und du hörst diesen Spool vom Turbo und ich meine, das gab es in den 80ern, ne? Also das war schon, das macht Laune. So, also wir fahren die ersten Meter hier mit dem Biturbo und ich kann euch sagen, also Fahrwerk soweit, das passt. Die Reifen, ja, ich glaube, die sind noch nicht so richtig, wie sie sein sollten. Aber er fährt sich auf jeden Fall erstmal straff. Wir müssen ein bisschen korrigieren mit dem Lenkrad. Motorlauf ist rund. Also nichts, was mir jetzt unangenehm auffällt oder wo ich sage, wir haben eine unschöne Vibration oder sowas, gar nichts. Nee, also es passt. Getriebe lässt sich wunderbar schalten. Wenn man runterschaltet, ist er spritzig, also der hat auch einen Anzug. Wir haben keinen Verlust oder müssen mit dem Getriebe spielen, dass da irgendwie was nachgeholt wird oder dass er erstmal an die Umdrehungszahl kommt oder so, gar nicht. Die 40.000 Kilometer, die auf der Uhr sind, beziehungsweise sind genau 40.576, die würde ich ihm abnehmen. Also das würde ich tun, weil die Innenausstattung passt soweit, die ist nicht so runtergewetzt und abgerockt. Die hat natürlich so ein paar unschöne Stellen, das ist da, aber mein Gott, wir sehen nach 30 Jahren auch nicht besser aus. Wir haben seit ungefähr 4 Kilometer immer noch die gleiche Kilometeranzeige. Das bedeutet,
Irgendwann wird er aufgehört haben zu arbeiten. Wann, wissen wir natürlich nicht genau. Das ist halt manchmal so. Aber gut. Was mir aber auch aufgefallen ist, und da brauche ich eure Hilfe, was ist dieses Zeichen? Dort haben wir ein Wasser mit einer Fahne oder einer Boje oder... Ihr müsst mir mal erklären, ist das hier für die... Ist das Ding, hat das Ding hier irgendwie noch so eine Schwimmfunktion oder sowas? Habe ich hier vielleicht doch so ein Amphikar, wovon ich nichts weiß? Also ihr müsst mir mal sagen, was ich hier habe. Eine Sache, die mir auch gerade beim Autofahren doll aufgefallen ist, als ich mal bremsen musste. Die Bremsen müssen komplett überholt werden. Hat einfach damit zu tun, das Auto stand so lange. Und wenn man bremst, dann merkt man, dass es richtig so schlottert. Muss auf jeden Fall auch mitgetauscht werden. Was noch auf jeden Fall auch sehr spannend ist und was man instinktiv immer tut, ist, wenn man nach rechts in den Spiegel schauen will, wundert man sich in dem Moment so ganz kurz, wer hat den Spiegel abmontiert? Und die Kids der heutigen Zeit, die sogenannten Millennials, die werden das wahrscheinlich gar nicht kennen, dass man irgendwie dass es ein Auto ohne rechten Spiegel gab. Aber das war früher so. Aber instinktiv ist es dennoch so, dass man den rechten Außenspiegel sucht. Also ich würde sagen, wir hatten gerade eine sehr coole Runde, um euch auch mal ein bisschen zu zeigen, wie sich so ein Auto fährt. Also gerade dieses Exemplar hier ist knackig, sportlich. Ein wunderbarer Driver, dass man einfach so ein bisschen die italienische Rassigkeit hier spürt. Motor, der läuft auch wunderbar, das passt. Im Leerlauf ist er ein bisschen zickig und so ein bisschen unrund. Kann vielleicht auch eine Zündkerze sein, muss man mal eben sich anschauen. Wir gehen mal jetzt einmal rum, gucken uns den gemeinsam an, damit ihr auch wisst, worum es hier geht. Der hier ist Jahrgang 82, hat eine geringe Laufleistung, wie ich euch ja bereits gezeigt habe und ist sehr, sehr ähnlich zu dem, den wir uns vorhin angeschaut haben. Es gibt so ein paar kleine Akzente, wo man das an den Klebestreifen an der Seite gut erkennen kann, aber ansonsten würde man denken können, hey, der hat sich ja quasi hier Zwillinge hingestellt. Wir gucken uns erstmal außen die Karosserie an, dann haben wir das abgehakt. Wenn wir hier mal lang gehen, dann merken wir am Blech, dass das alles soweit passt. Hier ist das auch in Ordnung. Also wir merken jetzt keine großen Rostbläschen auf dieser Seite. Was wir hier haben, ist genau hier unter dieser Zierleiste so eine kleine Stelle, wo so ein paar kleine Bläschen hochkommen. Ich vermute mal, als das Auto nachlackiert wurde, hat man genau an dieser Stelle irgendwas nicht richtig gemacht und dementsprechend sieht man das leider so ein bisschen. Aber das ist halt bei dem Alter auch legitim. Vor allem, weil es eben ein Italiener ist und die mögen es zu rosten. So, wir schauen mal hier, wir gehen mal hier so rum und gucken. Also die Gläser, die sehen gut aus. Wir haben hier so eine kleine unschöne Stelle, das, ja, wie gesagt, das Auto wurde irgendwann mal nachlackiert und das wurde halt nicht richtig schön gemacht, sondern man hat es ja eben nur funktional gemacht. Ne? Die Aufkleber, die wurden hier nochmal nachgeklebt, die sind drin. Hier haben wir jetzt auch so eine kleine Roststelle und ansonsten sieht das hier auch gut aus. Auch hier um den Rahmen herum haben wir so eine kleine, wobei ich nicht sicher bin, ob das hier, weil das hier ist ja der Aufkleber und das hier, aber das könnte tatsächlich ein bisschen Rost sein, genauso wie hier, also quasi gespiegelt, wie es auch drüben auf der anderen Seite zu sehen ist. Da hat man das auch so ein bisschen. Und hier ist leider so, ich würde sagen, die unschönste Stelle an der Karosserie. Zumindest die jetzt so ins Auge fällt. Wir wissen nicht, was hier drunter ist. Also ihr seht, so ein paar kleine Schönheitsmängel hat er, aber die sind alle vertretbar. Wir reden hier nicht von einer Zustandsnote 1 oder 2 und dementsprechend ist das völlig legitim. Wir gehen uns mal die Beifahrerseite anschauen. Und auch hier sehen wir dieses wunderschöne 80er Jahre Omis Velour. Richtig Porno. Sehr bequem, also hätte ich gar nicht gedacht, obwohl die ja irgendwie sehr weich wirken. Das Leder braucht sicherlich auch mal eine Lederpflege, damit das mal wieder schick und ja, so ein bisschen griffig gemacht wird. Aber es ist noch nicht so porös, dass man sagt, es ist nicht mehr zu retten. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. So, jetzt zeige ich euch natürlich auch nochmal die Fahrerseite, wie das hier so aussieht auf der gemütlichen Couch. So, der Himmel ist hier wunderbar. Der hat auch ein ganz geiles Muster, wenn ihr euch das mal anschaut. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Passt wunderbar zu dem Auto und es passt auch wunderbar in die Zeit. Ja, ansonsten würde ich sagen, 80er Jahre schick. Das ist so, könnte auch Golf 2 oder so sein. Das hat man damals so gemacht. Wie gesagt, das Leder ist hier wunderbar. Das kann man wirklich sehr, sehr gut nutzen. Sitzfläche ist wunderbar.
Und ich denke mal, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. So, da haben wir das gute Stück. 2 Liter V6. Er läuft wirklich gut. Da war ich auch jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht. Man darf halt nicht vergessen, wir bewegen ihn eigentlich das erste Mal seit 2 Jahren. Wir wissen alle, Italiener mögen es nicht, wenn sie stehen sich kaputt. Und das ist auch der Grund, warum jetzt der Eigentümer gesagt hat, hör zu Patrick, ich fahre die Autos nicht, ich habe keine Zeit für die. Die gehen noch am Ende vielleicht kaputt und das will er nicht. Und deswegen kümmern wir uns jetzt quasi um den Verkauf und wollen natürlich, dass das auch wieder in die Hände von jemandem kommt, der auch richtig Bock drauf hat. Wenn wir uns die Karosserie hier anschauen, dann sieht das soweit auch alles gerade aus. Nichts, wo wir jetzt sagen, da ist irgendwie eine Stauchung oder sowas. Auch gerade hier bei dem Stehblechen. Nee, das sieht super aus. Wir können natürlich bei Autos aus diesen Baujahren für kein Auto garantieren, dass es nicht schon mal einen Vorschaden hatte. Manche besitzen ein Auto 3, 4, 5 Jahre, dann hat er schon mit dem Auto 1, 2 Unfälle gehabt. Das ist bei diesen alten Autos leider nicht so nachvollziehbar, wie es vielleicht heutzutage ist. Aber man kommt ja wirklich noch an viele Stellen ran, kann sich viele Ecken wirklich gut angucken. Hier sehe ich zumindest im vorderen Bereich kein Anzeichen dafür, dass es hier irgendwie mal einen großen Verzug oder sowas gegeben haben soll. So ihr Lieben, ich würde sagen, wir haben euch heute 3 unterschiedliche Fahrzeuge präsentiert. Einmal einen Biturbo in einem fahrenden Zustand, wo vielleicht noch ein paar optische, kosmetische Sachen zu machen sind. Ein Biturbo, wo auf jeden Fall auch noch ein bisschen was am Motor gemacht werden muss. Und einen seltenen 430er. Also ich würde sagen, die breite Palette für die Italien-Liebhaber haben wir heute dargestellt. Jetzt müsst ihr nur noch anrufen und sagen, Patrick, ich habe Interesse an dem, dem oder dem Auto. Hier ist noch kurz zu erwähnen, der Eigentümer hat hier den Brief nicht mehr oder kann ihn nicht finden. Deswegen gibt es zwar einen Kaufvertrag, aber hier muss halt der Brief sozusagen nochmal neu beantragt werden. Ist ein bisschen lästig, geht aber in Deutschland ohne Probleme. Nur, dass ihr das einfach auch schon mal gehört habt. Ansonsten würde ich sagen, war es das erstmal von uns. Natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr uns nicht schon abonniert habt, tut das jetzt. Folgt uns bei Instagram, folgt uns bei Facebook. Da gibt es auch immer wieder aktuelle Sachen. Und das war es jetzt erstmal von mir. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und macht's gut. Bis dann.